Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Killer 7. Dem absolut crazy abgefucktest coolen Spiel ever. Nein, aber es ist schon sehr crazy und abgefuckt. Ich habe schon abgefucktere Scheiße gesehen, muss ich sagen. Aber das ist abgefuckte Scheiße im sehr positiven Sinne. Deswegen ist es cool. Boah, gemein. Wie nah die immer spawnen. Okay. Speichern wir mal kurz bei Samantha. Katsching! Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, weil irgendwie war hier noch was. Ja genau, ich sollte noch nicht... Ich muss noch mal zurückgehen, glaube ich. Okay, der ist weggelaufen von uns. Kannst du das sehen? Die Worte sind mit Blut geschrieben. Es war ihm wohl wichtig. Aber nur zwei Buchstaben sind mit echtem Blut geschrieben. Der Rest sind Fälschungen. Dafür brauchst du das Mädchen. Ich bin das Mädchen. Seltsam mit Blut geschriebene Buchstaben. No. Blut absorbiert. Und nur noch No steht übrig. Moment, ich dachte nur zwei Buchstaben sind mit Blut geschrieben. Oder nicht? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist nur No übrig geblieben. Okay. Ah, warte mal, da hinten wäre noch ein Schloss zu knacken. Ach, sollten wir machen, sonst ärgere ich mich nur, wenn wir dann wieder zurück müssen. Nein, nicht schon wieder. Okay. Genau. Dann brauchen wir unseren Coyote. Wir brauchen nicht mal Werkzeug oder so. Der rockelt ein bisschen am Schloss. Der ist so ein erfahrener Schlossknacker. Nein, warum denn? Au. Ich sollte echt aufpassen. Der macht's nicht mehr lange. Ich hab's einfach nicht getroffen, verdammt. Mistviech. Hä? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Du solltest wirklich mal an deinen Manieren feilen. Ihr Jungs seid echt Loser. Ihr wisst ja nicht mal etwas mit euren Fähigkeiten anzufangen. Es gibt Verräter unter den Heaven Smile. Die eigenen Spione des Chefs. Sie haben einen weißen Körper, der mit rotem Blut befleckt ist. Das soll sie an ihrem Verrat erinnern. Komisch ist nur, dass die Flecken aussehen wie schöne rote Rosen. Nutz deine Fähigkeit, wenn du ein Camellia-Smile siehst. Töte eins und du wirst aufgeladen. Mit irgendwas, das konnte ich nicht mehr fertig lesen.
Okay. Mist, das war nicht gut. Yes. Ah, stimmt. Ich habe jetzt den Finisher, wenn sie am Boden liegen. Da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Das ist gut. Aber nachladen sollte ich. Moment, ich bin hier falsch. Verdammt. So, ab in Hermans Zimmer. Weil wir haben jetzt doch wieder ein bisschen Blut, glaube ich. Könnte man gleich wieder Serum produzieren. Cool. Don't make me say it again. Wait. I've changed my makeup. Wait here. Ich frage mich, ob ich mich noch ein bisschen auf ihn spezialisieren soll. Ich meine, es macht schon Sinn, sich auf einen zu spezialisieren und den krass zu machen. Insofern... Changed my mind. What did you say? Later. Pete. Cool. Sprechen wir auch gleich mal. Wobei es, wenn ich mich recht erinnere, aber es kann sein, dass das gar nicht stimmt. Aber ich habe so in Erinnerung, dass unter Umständen in gewissen Passagen manche Figuren gesperrt sind. Aber vielleicht auch nur, wenn sie gestorben sind. Ich bin mir nicht mehr sicher. Machen wir mal weiter. Ah, dafür brauchen wir das Codewort No. Korrekte Eingabesperre deaktiviert. Hier ist die Königin. Es ist anders als ein Duplikat. Es ist ein entwickelter Heaven Smile mit besonderer Explosionskraft. Du musst es ausschalten, bevor es dir zu nahe kommt. Die sind verrückt, wirklich. Sie stürzen sich auf dich, sobald du diese verdammte Tür öffnest. Der macht mir ein bisschen Angst, aber gut. Oh, ein kleiner! Oh Gott. Wo ist er denn? Hermans Zimmer. Na, man könnte noch ein letztes Mal Blut umwandeln in Serum. Wahrscheinlich wird nicht gerade viel draus werden. Eins nur. Wir sollten auch mal... Ach so, ihn kann man gar nicht aufbessern. Okay. Okay. Moment, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Nein, das stimmt schon, oder? Manchmal ist es ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Ich glaube, es passt schon. My master, it is very dangerous. Die Dinge laufen gar nicht gut. Ein berüchtigter Verbrecher steht uns im Weg. Und er beschützt ihn. Das tat in der Tat... Was? Ah ja. Suchen Sie die Seelenhülsen. Mit Seelenhülsen wird er sie bestimmt durch das Tor lassen. In Hermans Namen. Ich habe jetzt zwei Seelenhülsen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle sind, ehrlich gesagt.
Der nächste bitte. Wohin soll's gehen? Zum Knotentor? Die nehme ich. Ja, ich habe alle erhalten. Geh nur hinein. Okay, auf zum Knotentor. The fuck. Kolosseum. Meister, wir sitzen in der Klemme. Und sie ist verdammt eng. Wenn sie die Tür geöffnet haben, gibt es kein Zurück mehr, Meister. Nun, sie können zurückkommen, aber die Lage ist nun mal außerordentlich ernst. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist eher der Auftakt zu weiteren Kämpfen. Sie müssen das sehr ernst nehmen. Im Hermans Namen. Ich nehme alles sehr ernst. Bitte hilf mir. Das Monster ist schnell wie der Blitz. Ich habe versucht fortzulaufen, aber es holt mich immer wieder ein. Schnell! Töte es, bevor es explodiert. Nein! Ich werde heute wieder sterben. Jemand muss mir helfen. Oh, die bauen schon ganz schön Stimmung auf hier, oder? Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst. Speed Smile. Das hat auch noch echt viel ausgehalten, das Ding. Verdammt. Okay. Habe ich nachgeladen? Ich lade lieber nochmal. Man kann nie oft genug laden. Noch ein letztes Mal speichern. Und dann geht's los. Oh, da bist du ja. Sei nicht schüchtern, Emir. Wer hätte gedacht, dass du der einzige Überlebende sein würdest? Nun, wie dem auch sei, könntest du gut mit dem Clan... ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, ich weiß. Werd doch nicht wütend. Starr mich nicht so an. Du wirst noch den Chef wecken. Es tut mir wirklich leid. Der andere Chef lacht sich bestimmt halb tot. Das ist eine gute Frage. Oh, ich glaube, ich kann es egal. So, jetzt sind wir die Nummer 1, der Chef. Herman Smith. Please, be careful, sir.
mother of this sacred place. Our four children served their purpose. They didn't die in vain. But our other nine children were killed by you. What do you want from us? Is it so bad that we have a purpose in life? We are only serving our gods. At heaven's command, we will kill the unwanted. We must get rid of bad trees from their roots. I hope you are not one of them. Good night, child. It's past your bedtime. Was für ein cooles Gewehr am Rollstuhl, oder? Achso, aber weiterfahren kann ich auch nicht. Na gut, dann müssen wir vielleicht die Flügel wegschießen. You think you killed me? Better think again. Irgendwie hinter sie kommen. Ich glaube, ich muss genau lang genug warten, dass sie einen blöden Feuerangriff macht, aber nicht zu lange. Es geht nicht schnell genug. Oder muss ich wirklich länger stehen bleiben? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich bleibe jetzt mal so lange stehen, bis Feuer kommt. Okay, ein Treffer. So schaffen wir es. Sobald es glitzert, laufen wir los. Und dann haben wir genug Zeit. Zumindest theoretisch. Okay, versuchen wir nochmal. Gut, einen haben wir noch. Ach, come on, ich treff's nicht. Ah, ist echt nicht leicht. Okay, jetzt aber. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Mädchen, Gegner, Boss. Das gibt's doch nicht. Da waren jetzt mindestens zwei, drei Schüsse dabei, die meiner Meinung nach perfekt waren. Oh, come on. Okay, komm. Feuer machen. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Aber das ist zum Glück ein relativ leichter Bosskampf. Nur ein bisschen nervig gerade. Na, also. Ich kann gerade die Karte nicht aufrufen. Ich hoffe, ich bin hier richtig.
müssen wir wohl einfach näher rollen. My trick didn't work on you. Tricks are for kids, Coon. I'm an old man. Yes. Nothing has changed for 30 years. No matter how many times you try, the result will be the same. Yes. Like our chess games. You always seem to win. Do you know why? You tell me. Because you're a bad player. A new generation of children will bring order to this age. You're a good friend. But unfortunately, our interest is not mutual. We both have become burdened with so much. And we don't have time for fun anymore. No. There's always time for fun. It's Friday night. Let's dance. The size of the world has changed. It's changed to the size where you can control it with your hands, just like a PDA. The world will keep getting smaller. Engel erledigt. Yay! Der Tag, an dem das Lachen von dieser Welt verschwindet, drückt näher. Weiter zu Sonnenuntergang. Datei speichern. Kling. So, Leute. Engel ist abgeschlossen. Weiter geht's mit dem zweiten Kapitel. Dem ersten richtigen, kann man sagen. Sonnenuntergang. 10. Februar 2010. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.